Platte Adventures ist eigentlich wie eine Reise gedacht. Jeder Song hat seinen eigenen Flecken auf der Landkarte bekommen. Der eine ist ein bisschen mehr im Norden, der andere mehr im Süden. Mir war es besonders wichtig, dass die Band als solches gefeatured wird und nicht nur jeder einzelne Musiker, dass die Virtuosität der Band rauskommt und die Arrangements, die Zahnräder ineinander greifen. One, two, one. Wir wollten bei dieser dritten Platte aber noch zeigen, dass wir uns in diesen 5 Jahren, die wir zusammenspielen, sehr viel verbessert haben. Von Niveau. Die Kompositionen waren auf jeden Fall eine Herausforderung für uns alle. Ich fand immer Latin sehr, sehr schön, das war meine Leidenschaft als Bassist, aber jetzt die Mischung mit Jazz und Funk und die ganze Fusion finde ich richtig passend und modern und richtig hip und ich finde, dass die Leute in jedem Alter oder Musikgeschmack finden das auch toll und gehen immer mit. Deswegen ist keine reine Jazz oder Funk-CD, es ist Latin Jazz mit vielen Fusion-Elementen und das kann jeden Hörer begeistern. So habe ich während einer Arbeitsphase von einem Landesjugendjazzorchester kennengelernt. Er hat da ein paar Workshops gegeben und hat einige von seinen Stücken auch für die Big Band arrangiert und gebracht. Und sobald ich die Musik von ihm gehört habe, bin ich einfach in sein Werk verliebt. Der macht die Musik anspruchsvoll und auch einfach für die Leute, dass die das hören können und das genießen, man kann das tanzen auch. Und das hat auch nicht diese Flair von den 70er und 80er, diese ganze Boogaloo-Rhythmen. Ich war begeistert. Ich war einfach nur begeistert von seinen Songs, von den Arrangements. Das versuchen wir immer rüberzubringen, egal wo wir sind. Motivation und es war musikalisch schon mal eine Stufe weiter, als wir bis jetzt waren. Ein Wort zur Platte als Trompeter, heftig. Und da müssten meine Ventile schon gut geölt sein, damit alles funktioniert.
sagen.